Summen bekommen wir jetzt zurück zu einer neuen Folge von Man of War versucht hier ranzufahren. Umschalt und J. Der N. Okay, das ist richtig schrecklich. Nee, das ist er. Tut dir schon in den Pfoten weh. Nee, Leute, das ich glaube mal, da brauche ich nicht länger überlegen. Wir lassen das doch so, dass wir ein bisschen, alles klar, per Hand draufladen. Jetzt mit Teil raus. Das ist ein Nachteil, die werden bestimmt durchfliegen. Objekt zu schwer? Und ich will mich verarschen. Okay. So, wir probieren es mal. Eigentlich müssten die Großen zuerst drauf und dann die Kleinen, aber wir sind Anfänger, was es angeht. Wir dürfen. Hoffe ich mal, dass wir eine Ausnahmegenehmigung haben. Dass unser Chef das macht. Scheiße, wir sind da eigentlich schon. Ich denke mal, wir haben die Erlaubnis. Wir dürfen es. Weil wir unser eigener Chef sind, da darf ich das. Oh, Objekt ist schwer. War zu fein. War schlecht geschätzt. So. Eigentlich kommen hier wirklich die großen Stämme drauf. Aber wenn ich hier irgendwie mal ein bisschen Geld reinfahren möchte, brauche ich wahrscheinlich die Sachen hier. Da brauche ich die Stämme, meine ich damit. So, rausgebacken. Sonst bringe ich glaube ich kein Geld mehr mit nach Hause. Pferd, wo will ich es? Ach, zu Hause. Ich hab's verguckt. Wie wir es dann mit dem Kran machen. Nein, bleib da. Fuck. Bleib. Ja. Geht realistischer. Kommen ab die Größe schon reich, weil der wird ja ziemlich dünn jetzt hier. Ja, wir können also jetzt langsam ziemlich große Stücke abmachen. Und die so transportieren, das wird vielleicht ein bisschen, wird schon geil sein, wenn man größer teilen. Das Gute ist ja, dass wir ja Spanngurte dran machen können. Und das wird schon einiges helfen. Denkt man das schon, dass Spannmode die eine der geilsten Erfindungen, also Erfindung, Sachen im LS19 mit ist, oder allgemein im Landwirtschaftssimulator eine der besten Sachen mit drin ist. Oh, wir können hier das ganze Ding mitnehmen. Ja, gut, passt. Und dann nehmen wir noch den hier mit. Obwohl natürlich der Tank gleich wieder voll ist von dem Eden. Aber da können wir gleich mit dem Pferdchen reiten, das können wir auch machen.
So, nehmen wir die Größe. Jetzt müssen wir wieder klein anfangen und können dann wieder groß aufhören. Au. Naja. Also auf die Straße dürfte ich nicht, nee, nicht mehr. Wenn ich überhaupt noch einen Führerschein nach der Ladung hätte. Sprengurt ist sowieso ein bisschen hässlich dran, deswegen geht das glaube ich doch schon. Die müssen wir wie gesagt dann gleich noch ein Pferdchen holen, dass wir Dings machen. Okay, was mit mir. Oh, als Eisen habe ich bekommen, als Errungenschaft. Wenn wir mit Pferde so ein bisschen die Bäume ziehen könnten. Oh, überlegt euch das mal im Multiplayer, so mit den Pferden ziehen, geht für einen Tag. Okay, gehen wir zur Fortzug G rüber. Der hier bekommt erstmal Hilfe aus. Dann, ich weiß, ich war zwar gerade erst da gewesen, aber wir nehmen jetzt das andere Pferdchen, was noch keine 100% hat. Und das ist nämlich Diego, das Weiße, der Schimmel. Und der freut sich auch mal wieder ein bisschen Ausritt zu bekommen. Ja, Diego, ganz ruhig, ich mein Baba. Du wirst auch noch nicht verkauft. Alles klar. Gut, haben wir es geschafft. Ja, wir reiten mal schnell zum Feld rüber. Holen uns das Erntezeug ab. Dann ist eigentlich auch schon der Part schon wieder vorbei. Also die Zeit vergeht. Und dann können wir im nächsten Part, können wir die Holzstämme verkaufen. Gut, mit 4 die Holz. Sie jetzt schon, wird wieder ein ganzer Part dauern. Dann gucken wir mal, ob das mehr Geld bringt. Also man muss dazu sagen, wir haben jetzt etwa 2 Bäume und vor uns waren es 4 Bäume. Und wir hatten für 4 Bäume hat man 2400. Der Dio ist eigentlich schon fertig, aber... So, gucken wir uns das Feld mal an. Der kommt überhaupt nicht weit. Oh, ist das scheiße. Ich überlege, beim nächsten Mal kann ich schon wieder wegfahren, das Zeug. Ich sehe, das geht richtig steil jetzt noch nach innen. Können wir noch ein bisschen Holz durchkleben machen in der Zeit, oder? Wir hätten auch erstmal die Äste noch abmachen können. Machen wir noch ihn ab, dann ist auch der Dings leer und dann können wir den wieder wegfahren. Wir können Diego zurückbringen. Der nämlich wie gesagt wieder leer, dann können wir hier den Helfer schon mal reinmachen, dann können wir den hier schnell wegfahren. Dauert natürlich ein bisschen, bis der in Gang ist. Mit den 30 Litern. Oder 30.000 Litern. Achso, wir wollten Diego noch zurück. Achso, nee, war ja Diego. Ja. Diego bringen wir schnell noch zurück. Ich will mal die Ego-Perspektive rüber wechseln. Auf dem Fern, obwohl ich weiß, dass es ja nicht geht. Die Pferde jetzt was Gutes in dem Spiel sind, ist so ein Hin und Her. Also es ist so ein kleiner Spaß. Die Leute, die Pferde mögen, es ist geil. Ich fix mir mal darauf eh an. Und die anderen sagen so, naja, so lala. Yeah.
Das Unterfeld, da dürfte man glaube ich nicht drüber reiten. Geht's glaube ich kaputt. Ja, Unkraut wächst glaube ich auch schon. Ich habe keinen Unkrautvernichter bzw. habe kein Geld dafür. Gut, man kann das striegeln. So, und dann können wir mal gucken. Nee, der muss nicht. Weit, nein. Ja. Das war's schon. Und dich braucht man, glaube ich. Bleib mal stehen hier. Sind jetzt alle sauber? Ja. Gut, okay. Dann können wir hier nochmal zurückgehen. Und dann im nächsten Part schaffen wir das ganze Zeug weg. Wir machen das hier noch alles weg und laden natürlich unseren weiter. So. Gut, ja, wie gesagt, wir laden das noch ein bisschen. Und dann haben wir das für den heutigen Tag eigentlich auch unser Soll erreicht. Und mal gucken, wie ich die Parts dann rausbringe, weil eigentlich wollte ich ja nicht mehr so oft so viel rausbringen. Vom Landwirtschaft habe ich am Anfang gesagt, aber jetzt habe ich glaube ich schon meinen fünften, sechsten Part. Also hinten sah es eigentlich gerade ziemlich gut aus. Kann ich das so lange machen hier. Das Unkrautzeug mitnehmen. Sind ja gleich fertig. Wie gesagt, mich interessiert jetzt mal, laut Endermans Aussage verdient man so mit den Stämmchen viel mehr als mit Hackschnitzel. Und wenn das wirklich stimmt, es ist natürlich eine Schweinearbeit, aber wenn ich jetzt schon 2000 verdiene, hat sich das wirklich gelohnt. Ich würde mal sagen, wenn euch der ganze Part gefallen hat, gebt mir noch wenn nicht einen Daumen runter, schreibt in den Kommentar, ob mehr von sie wird oder auch nicht. Und dann werden wir hier noch schnell zurückfahren. Und dann müssen wir das nächste Mal, sagt euer, wenn sie. Oh, das klappt sogar. Ich hab gedacht, ich springe da irgendwas rum. Na gut, ciao, ciao.